Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin jetzt wieder an dieser Stelle, wo wir den letzten Part aufgehört haben, weil wir eine Quest haben. Geh in Richtung Dorf Rotteswall. Genau. Und die ist von Marmoster und man bekommt, glaube ich, 100 Marmoster Coins über. Und denke dann noch eine Folgequest oder so etwas. Werden wir mal schauen, was da passiert. So, ja. Jetzt ist wieder eigentlich Frieden. Die Leute haben es aufgegeben. Sie haben ja, die Andeutung gehabt, das habe ich jetzt auch nochmals ein bisschen recherchiert, dass sie eigentlich gar nicht wussten, was sie eigentlich erzählen, weil sie irgendwas auf dem Kopf hatten, was ihnen betrifft, aber es dann auf mich losgelassen haben. Also irgendwie so eine Reflexion von sich selber auf mich übertragen wollten. Und ja, die sind eben psychisch krank und deshalb habe ich den einen, der so ausgerastet ist, hat jetzt einfach gebannt und den anderen, der hat mich in Ruhe gelassen. Also dem kommt gar nichts mehr. Und damit ist die Sache eigentlich abgeschlossen. Wenn er natürlich nochmal versucht, irgendwas rechtzufertigen, das nicht stimmt, werde ich ihn einfach auch noch bannen und reporten. Und ja, dann geht es sozusagen halt einfach für mich auch wieder ein bisschen entspannter werden. Also, und ja, solche Sachen gibt es. Man ist halt ein bisschen böse auf das Spiel und wütet es dann auf andere Spieler aus und so kann man eigentlich nicht viel machen. Ich akzeptiere es, dass es einfach mal ein Versuch war, mich ein bisschen zu plagen, aber ich bin ja eben ein harter Typ aus einem armen Dorf, wo halt auch ein bisschen mehr Reflekt, also ja, wenn jemand da mit mir streitet, dann streite ich halt auch ein bisschen mit ihm. Also das ist einfach so. Das ist, ich gebe nicht klein, das ist es. So, die Edelmänner schicken dich. Es ist nicht so, dass wir unseren Teil zum Reich nicht beitragen wollen, aber diese Materialien herzustellen ist nicht leicht. Deswegen senden wir zurzeit den Proviant so langsam. Allerdings, wenn die Edelmänner genügend Spenden sammeln, können wir nach weiteren Männern suchen, die uns dann helfen. Schau dir meine Gegenstände an, die verkauft werden. Dort findest du, was du suchst. Edle Materialstücke. Ich muss das jetzt echt kaufen. Was ist denn das für eine Schweinerei? Wie viel? Ich muss 5 von denen kaufen. Oh Gott. Liebe Entwickler. Das ist eine Beleidigung für die Spieler. Danke, danke. 100.000 muss ich ausgeben. Ich habe ja nur 10 Millionen. Ja, nur noch 1,4 Millionen. Ich bin so arm. Das Spiel braucht einfach viel zu viel Geld. Nein, Scherz. Ah. Aber es ist wirklich. Für was muss man das jetzt auch noch kaufen? Unglaublich. Ja, da sieht man einfach, die Entwickler pissen auf uns Spieler. Denen ist es scheißegal, wie schlecht das Game balanciert ist, wie dieses Einkaufen so ist. Ich kann ja euch gleich mal noch so im AHA, also Auktionshaus, zeigen. Die Preise sind mega wuchtig. Wer gibt für einen Item 30 Millionen oder so aus? Es ist ja nicht mal etwas wert, das Item, dass man das so teuer ist. Es ist meistens das billige Scheißmaterial, also die Scheißwaffen, die grün sind oder gelb oder nur weiß, die sind so teuer. Die sind eigentlich nur noch getrollt im AHA. Also es ist, ja, yeah. Ich finde es einfach mega schade, dass das Spiel so richtig kaputt gemacht wird. Weil wir haben erst kürzlich auch geredet darüber in der Taverne in Discord, dass die Entwickler seit 2011 das Spiel komplett kaputt gemacht haben. Es ist wirklich alles schlecht gepatcht worden. Es ist eigentlich nur Schlechtes dazu gekommen. Das erste, es wurde von 50 auf 60 erhöht, das Limit. Das ist ja auch bei World of Warcraft so, die Spieler wollen nicht so lange leveln. Aber die Entwickler machen es trotzdem. Und das ist einfach unter aller Gürtelrose. Gürtellinie, aber ja, Gürtelrose ist ja ein schönes Wort.
das ist eine Krankheit, die irgendwas etwas mit der Nase zu tun hat oder neben der Nase. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber ein weiterer edelmütiger Bürger. Der gute Wille der Menschen überrascht mich immer wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Sieger dieses Krieges hervorgehen würden. Du solltest jetzt gehen, es gibt viel Arbeit zu erledigen. Ja, das ist auch noch eine Sache, die ich gerne berede. Die Eisen sind so schwach wie noch nie. Seit 3 Monaten waren sie nie schwächer. Damals, vor 3 Monaten, hatten sie sogar noch einen Drachenwunsch am 29.12.2019. Und jetzt sind die so schlecht geworden, also wir. Ich finde es einfach schade, weil mir würde es besser gehen, wenn sie jetzt auch ein bisschen stärker wären, damit ich auch wieder ein bisschen Ding zeigen kann, Warzone. Oder? Aber jetzt, jede Zeit, wenn ich jetzt mit irgendeiner Gruppe mitgehe, sie sterben sofort. Weil die Syrten und Igen mega überlegen sind. Und die Syrten haben jetzt gestern 2 Drachenwünsche hintereinander gehabt. Und heute, glaube ich, einen. Ja, ich bin nicht sicher. Aber vor allem, ja, haben sie jetzt wieder die Edelsteine schon von uns geklaut. Sofort am Anfang. Ich muss noch etwas machen. Okay. Und, dadurch ist einfach dieses mega Ungleichgewicht der Völker wieder da. Es war so schön in letzter Zeit. Ich habe ja recht viel noch gezeigt. Mit dem Jäger vor allem damals. Vor ungefähr 10 Tagen. Und jetzt ist einfach alles wieder zerstört. Also ja. Ist klar, dass jetzt auch wieder nicht mehr so viele lange schauen. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn ihr auch ein bisschen Zeit nehmen könntet für mich. Steht ja auch in der Videobeschreibung, was genau mich da ein bisschen plagt, weil, ja, so kommen wir halt einfach nicht weiter, weil es gibt hier kein Ausrufezeichen, Fragezeichen. Hä? Nochmal mit dem reden? Ich habe doch erst geredet mit dem. Aber hier die Fragezeichen, die blauen sind manchmal weg gewesen. Und dann waren sie plötzlich wieder da, wo ich kein Level aufgestiegen bin. So muss ich jetzt nochmal mit ihm reden. Deine Hilfe wird uns natürlich stärken, Dragos Papa. Jetzt kümmere dich wieder um deine Verpflichtungen. Ich habe wichtige Aufgaben anzugehen. Ja, du stehst den ganzen Tag hier da, machst nichts. Ja, das ist eine anständige Ding. Also ja, ich wollte jetzt mal kurz schauen. 8 Personen, einige müssen zum von 15 haben. Die Gebühr ist 2 Millionen. Also eben, ich brauche ja keinen Clan zu gründen, weil ich ja sowieso nicht so viel Zeit habe. Aber wenn andere einen Clan gründen, der ein bisschen besser organisiert ist, dann ist natürlich das klar, dass ich gerne reinkommen möchte. Aktuell Warmaster Coins 1179 und Coins einlösen. Das heißt also, ich kann dann irgendwas handeln. Ich brauche 50.000 für Warmaster Abzeichen. Ich sehe der Genesung mit der Erneuerung 2000. 40, 40. Ist denn das etwas für mich? Ja, es ist eher schwächer. Also ich habe eine bessere Waffe schon. Muss ich also nicht kaufen. Und das Warmaster Ross 150. Wieso sind Pferde, die doch so wichtig sind? Also ja, eigentlich für Spiele so mega teuer. Damit sie einfach nur im AHA gekauft werden. Also ich löse sie natürlich noch nicht ein, aber ich möchte kurz auch hier schauen. Das wollte ich kaufen, genau. 175.000. Da muss ich lange kämpfen und ich möchte lieber zuerst Level 60 werden und auch eine Chance haben, bevor ich da extrem level. Und ja, die sind auch nicht gut. Also ja, warum musste... Ist einfach ein schlechtes Add-on gewesen. Das hätte es nicht gebraucht. Es ist wirklich schon fast unfair geworden, dass man so lange spielen kann und die Warmaster Coins hat gegenüber die nicht so viel spielen können. Und die Warmaster Coins wahrscheinlich auch nie kriegen, so viel, damit sie so diese Verbesserungen vom Lager und so bekommen. Ja. Aber ich werde das Lager sicher so rüberkommen, weil das Account-Lager auf 50 oder 60 waren es, glaube ich, zu erhöhen, kostet 8 Euro und das ist viel zu viel. Das reinste gewaltige Abzocke, liebe Entwickler. 8 Cent bekommt ihr. Ja,
Aber nicht 8 Dollar. Also, niemals. Ja, und ich lade jetzt in nächster Zeit auch keine Warmaster-Coins wieder auf. Ich habe jetzt 2700, glaube ich. 2800 sogar. Aber ich werde nicht aufladen. Weil ich brauche es nicht. Ich level so schnell. Ich brauche keine XP-Booster mehr. Ich brauche keine Drop-Booster mehr. Die bringen sowieso nichts. Außer mehr weiße Items. Und ich brauche eigentlich gar kein anderes, also optisches Zeugs brauche ich nicht. Ich brauche kein Ding. Also von mir bekommt ihr kein Geld momentan eher, weil ich habe Wichtiges zu tun, wie zum Beispiel ein paar Leuten zu helfen in meiner Umgebung und sogar in Afrika. Und ja, auch für das Training brauche ich sehr viel Geld. Ich habe einfach nicht so viel Geld. Deshalb bin ich hier eigentlich auch auf Spenden angewiesen, nur spendet mich halt jetzt momentan nicht niemand. Weil die Welt einfach immer wie eigensüchtiger wird, also egoistischer, nervlicher, verspannter und so. Ich finde das einfach nicht in Ordnung, dass einfach viele auch das wollen, viele Folge leisten. Wenn ein Livestreamer sagt, es geht ihm nicht so gut, er nervt sich über das und das, dann müssen die Fans nicht Folge leisten. Aber scheinbar ist es wie ein Gummi, der ja sich an andere andockt und mitzieht. Auch dass die Menschen langsam zu sehr anderen vertrauen und das Gefühl haben, sie seien die Besten, wenn sie mit anderen zusammen sind, damit sie Scheiße machen können. Das ist einfach nicht mehr in Ordnung, diese Welt. Es ist einfach schade darum, dass die Welt so den Bach runtergeht. Vor allem jetzt dieses Chaos mit dem Coronavirus. Diese Hamsterkäufe. Wir konnten jetzt übers Wochenende gar nichts kaufen. Wir hatten fast nichts zu essen, weil nie kein Laden mehr Essen hatte. Das ist einfach diese Panik. Es sind erst 27 Personen in der Schweiz krank am Coronavirus. Es muss noch keine Panik geschürt werden. Fasnacht abgesagt, Karneval abgesagt, so. Dann Fußball abgesagt. Unihockey, abgesagt. Tour de Suisse, also so Touren durch die Schweiz, ist nicht Tour de Suisse, aber eine andere Fahrradtour. Abgesagt. Alles. Konzerte, abgesagt. Alles. Für was diese Panik? Es ist noch nicht schlimm, wenn man Coronavirus in der Nähe hat. Man muss ja keinen Sex oder Zungenküsse machen. Also bitte. Und das ist es genau. Die Menschen haben Angst, obwohl es ihnen gar nicht betrifft. Die können gar nicht angesteckt werden, wenn sie nicht Kontakt zu anderen Personen haben, die mehr als nur anreden oder berühren mit den Händen oder so ist. Das ist schon in Ordnung, dass man nicht mehr Hände gibt. Aber alles andere... völlig übertrieben. Massenpanik. Wieso können Menschen nur Massenpanik bekommen? Das ist auch etwas, was ich noch nie verstanden habe. Wenn es mir zu eng ist, dann drücke ich die Menschen weg. Dann muss ich nicht irgendwie Massenpanik haben und mich eingrenzen. Weil Massenpanik führt dann zu Enge und nicht wegschubsen. Ach komm, du Scheiß-Troll. Ja, das sind einfach... Heutzutage haben die Leute viel mehr Probleme als früher. Früher hatte man Krieg, da hat man immer Angst. Musste zu Hause bleiben. Heute bleiben die Menschen zu Hause, weil sie Angst haben vom Coronavirus. Es ist einfach verrückt geworden. Es ist schon verrückt. Das ist natürlich schon etwas, das mich ein bisschen besorgt. Dass die Leute einfach auch anfangen zu beleidigen, wie der Fall heute. Also vor 3 Tagen. Und ja. Dass es einfach nachgekickt wurde, dass sie 3 Tage mussten auf mich noch losgehen, obwohl ich eigentlich gar nie etwas gemacht habe. Dass sie einfach nur mich angelogen haben und andere falsche Gerüchte über mir geschürt haben. Das ist einfach, es geht nicht, liebe Leute. Das ist wirklich psychisch krank. Und ja, es ist klar, dass viele, die das machen, gar nicht wissen. Aber dann helft doch den Leuten bitte. Wenn ihr seht, jemand ist psychisch krank, sagt ihm eure Meinung, was ihr denkt. Aber die Menschen sind einfach heutzutage zu nett zu Unbekannten und zu böse zu Bekannten. Und das macht einfach diesen Krieg aus, dieses Hooligan und
Rapper-Szene, Kriegzeugs aus, dass die Menschen einfach gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich antun. Und ja. Für mich ist es eben ziemlich egal, also ich kann auch angegriffen werden, ohne Grund oder so. Aber ich kann auch austeilen. Und ich kann gewaltig austeilen. Ich kann kurz vor dem Illegalen austeilen. Und wenn mir jemand sagt, ja, ich werde angeklagt und so Sachen, ich habe es heute auch nochmal gesagt bekommen, dich kann niemand anzeigen ohne Grund. Es geht nicht. In einem Game hast du keinen Grund, jemanden anzuzeigen. Und wenn du anzeigst, dann haben die immer noch Anwälte. Die werden sowas von keine Chance, Chance zukommen lassen. Also ihr werdet niemanden irgendwie Geld oder sonst irgendwas anklagen können. Vor allem nicht ins Gefängnis gehen. Aber Falschmeldungen anklagen gibt bis zu 20 Jahren Gefängnis. Das ist schlimmer als jeder Amoklauf. Weil die Regierung ganz klar sagt, Falschmeldungen sind illegal. Und ich denke, ihr wisst ja, ich da auch ein bisschen eher, ja, zutreffend war zu euch und es euch auch gesagt habe, damit ihr lernt, so etwas nicht zu machen. Es ist schon genug nervig, dass ihr überhaupt irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Werdet einfach wieder erwachsen. Die es betrifft natürlich. Aber wenn ihr erwachsen denkt, ihr seid's und ihr seid's nicht, dann ist es natürlich auch nicht so gut. Aber am besten so schnell wie möglich erwachsen werden und alles hinter euch lassen. So, wir gehen wieder zu den Orks. Hier ist es nicht so toll. Ich will hier ein bisschen mega viel HP. Und vor allem merke ich langsam, dass es hier wahrscheinlich auch Syrten gibt in der Nähe. Ich habe jetzt gerade Glück. Also heute habe ich echt viel Glück gehabt. Ein Jäger hat mich von Igen am Orklager abgefangen, als ich ein bisschen Eisen gefarmt habe. Das war's. Das ist nicht so viel. Vor allem die Jäger sind so OP, dass die einfach sich unsichtbar machen können. Ich hau ab mit dem Reittier und die trotzdem noch in der Nähe sind dann. Es ist einfach unmöglich, denen einfach aus dem Weg zu gehen. Es ist einfach völlig unnötig. Ich kann nicht stunnen, wenn die unsichtbar sind. Ich sehe es ja nicht. Das Spiel sagt nicht mal, dass es dort ist. Die Jäger müssen sichtbar werden. Also, dass sie ein bisschen unsichtbar sind, aber nicht viel. So ja, ganz wenig ein Schema oder eine Aura haben ringsum. Dass man sieht, wo sie sind und sie auch angreifen kann, anvisieren kann. Das ist einfach völlig OP. Das habe ich einfach gemerkt, dass ich mit Level 50 schon besser Warzone machen kann, als jetzt mit Level 55 beim Barbar. Dass die Jäger einfach viel zu OP sind. Aber auch langweilig, sind mega langweilig. Also ich hätte jetzt nicht Lust, die ganze Zeit mich unsichtbar zu machen und dann ein Spiel anzugreifen und dann wieder abzuhauen. Das ist völlig langweilig. Ja, deshalb spiele ich wahrscheinlich Jäger nicht mehr. Was ich wahrscheinlich dann spiele, ist Ritter. Wenn ich dann Equip für den Ritter habe, dass ich noch erfahre mit dem Baba, dann mache ich Ritter noch, aber hauptsächlich Baba. Also wahrscheinlich 95% Baba. Aber Ritter einfach, dass ich euch auch ein paar Schlachten länger zeigen kann, bis ich sterbe. Ja. Aber zuerst mal muss ich so hoch auch kommen, weil ich jetzt momentan noch nicht so viel defensive Ausrüstung bekomme. Erst mit Level 60 an Level 60 Monstern. Oder in Instanzen oder sonst irgendwo. Ja. Ah nein, kommt bitte nicht. Wieso seid ihr so rot in der Nacht? Lol. Die sind ja mega schlecht. Also die Vram geben ja gar nichts. Auf der da möchte ich mir angreifen. Komm schon. Komm, wir riskieren uns, gehen mal im Friedhof, was da für Monster sind. Ich war nie auf dem Friedhof. Ich weiß, dass das hochlevelige Monster sind, aber sind eigentlich auch grüne? Weiß? Hä? Es sind doch orange Zombies hier gewesen. Hm. Ja, gut. Friedhof ist nichts mehr für mich.
Komm ein bisschen. Geister der Ewigkeit. Ah, da. Gelb sind sie jetzt, okay. Okay, ich gehe schon weg, ich sterbe sonst. Ich sterbe jetzt sowieso wegen einem Syrten wahrscheinlich. Aber mal ein bisschen auskundschaften, was denn so los ist. Ja gut. Weil die Jäger hier, die werden mich finden. Okay. Ich gehe hier runter. Komm nicht mehr hoch. Ja, und du willst runterfahren, ne? Hallo. Guten Tag. Und die anderen Löwen zum Besiegen. Ich will hier rüber zu den Löwen gehen. Ja, ich weiß, wie so viele Berserker sind. Die haben einfach bessere Monster. Und bessere Landschaft. Man sieht viel mehr Gegner. Die haben einfach einen mega Vorteil, dass die Gegner sich nicht verstecken können. Und deshalb sind die am liebsten Berserker. Ja, ist ganz normal. Und dass alles ja selber einen Nachteil hat, dass sie so viele Bäume haben, das ist ja auch klar. Dass alles ja immer das schlechteste Volk sein wird, weil die Entwickler nicht balancen können, ja. Ja, diese Balken macht da ein bisschen, ja, Probleme. Oh, ist Reklam. Reklam. 21:30 Uhr, okay. Also 21:30 Uhr wieder. Können wir noch ein bisschen schneiden? Ja, ich mache jetzt nicht so lange Videos. Weil nicht so viel passiert. Aber ja, ich habe ja einen Edelstein ja im Lager, der plus 7 Angriffsgeschwindigkeit hat und scheinbar sind die sehr, sehr beliebt. Also wenn jemand eines bei mir abkaufen will, ich gebe ein sehr gutes ja, Ximerim-Angebot. Das ist nicht teuer bei mir. Und ja, ich brauche ihn nämlich selber nicht. Und wenn ihr ein Item seht, das ihr gerne möchtet bei mir, kann ich jederzeit euch das verkaufen. Wenn ihr alles seid. Und ja, ich werde nämlich sehr viele Sachen finden. Ich habe jetzt 2 Items mit plus 20 Feuerdamage gefunden und kann sie leider nicht so gut verkaufen, weil ich kaum Zeit habe. Also wenn jemand da Lust hätte, diese Items zu kaufen, dann kann ich mich anschreiben. Ich bin sowieso jetzt momentan auch wieder ein bisschen enttäuscht über die Spiele, weil sie nicht mehr so viel kaufen und ja, ich möchte eigentlich auch eben reinkommen, dass ich auch mal ein bisschen Geld, ein bisschen Ximerin habe, aber ja, Magnus meine ich natürlich, ach Gott, diese Währung, ja, dass ich einfach auch ein bisschen Magnus habe, weil ich habe irgendwie so 200 bis 300, das ist mir noch zu wenig, das muss ich jetzt einfach eins zu kaufen. Das möchte ich schon gerne, dass da mal jemand ein bisschen anbeißt. Weil wenn ich so Sachen, ja, ich habe jetzt gar keine Sachen dabei. Aber so Sachen in den Handelschat schreibe, dann beißt niemand an. Kein einziger Fisch möchte die Items haben. Ne, es sind natürlich Menschen. Liebe Leute, nicht so ernst nehmen diese Sachen. Ich bin halt ein Clown. Ich habe übrigens einen Film Joker geschaut und ich habe gedacht, ich werde Joker. Weil wirklich vieles auf mich zutritt, was der Joker auch so erdulden muss und so. Klar wurde er böse. Aber der hat es auch Spaß gemacht. Er wusste, ja, er kommt an, wenn er Leute tötet. Aber in der heutigen Gesellschaft geht ja das gar nicht mehr. Du bist jetzt sowieso gefunden von der Polizei. Aber ich meine einfach, ich kann auch wirklich sehr gutmütig sein. Aber ich komme trotzdem gut an. Aber viele Leute kommen scheinbar sehr wenig an und müssen dafür, ja, genauso lügen und Sachen erzählen über andere, die gar nicht stimmen. Ich finde es einfach frech gewesen. Das ist eine richtige Frechheit. Eine Art eben Narzissmus und von mir aus. Sollen sie narzisstisch sein? Aber ihr habt ja gesehen, ich habe mich überhaupt nicht irgendwie aufgeregt oder sonst irgendwas. Außer, dass ich ein bisschen gestresst war, weil die Leute natürlich schon ein bisschen Stress verteilen. Das ist klar.
Aber ja. Who cares? So. Dann. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja. Bald geht's mir wieder ein bisschen besser mit dem Hals. Hat er ein bisschen komischer geredet. Und ja. Tschüss. Und einen schönen Tag. Tschüss.